Dear Joachim, ein Denkmal seiner Studierenden, errichtet aus den Stimmen der Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, die bei ihm studierten, mit ihm befreundet waren. Menschen aus Kunst, Design, Kommunikation. Menschen, die Professor Joachim Sauter inspiriert, geformt, geprägt und motiviert hat. Viele davon auch im ADC, der Joachim heute posthum für sein Lebenswerk ehrt. Computer, Medien, Software, Interfaces waren von Anfang an seine Tools. Schon seine ersten Arbeiten verbanden dynamisch Medien, Zeit und Raum. In den Art & Com Studios, die er 1988 mitgründete, schuf er über Jahrzehnte zahlreiche Arbeiten zwischen Kommunikation und Raum, Design und Kunst. Joachim nannte das Cross-Fertilization between Art, Communication Design and Technology. Als einer der ersten setzte er Screens als sensitive Oberflächen ein. Dabei hatte er immer UserInnen, BesucherInnen, BetrachterInnen im Mittelpunkt seiner Denkweise. Durch Interaktion und Partizipation löste er den Umgang mit Informationen von Bildschirmen, brachte sie vom digitalen, virtuellen in den physischen Raum. Zahlreiche Kommunikationsobjekte, Erfindungen, Projekte und Kunstinstallationen für Unternehmen, Museen, Ausstellungen und den öffentlichen Raum sind so entstanden. Mit Kinetik, der mechanischen Bewegung von Objekten, der Spiegelung von Licht, Farbe, Projektion, erweiterte er seine Arbeiten in den Raum. The Shapes of Things to Come für das BMW-Museum ist ein Meilenstein, weltweit gefeiert und preisgekrönt. Wie alle seine Arbeiten kommuniziert The Shape of Things to Come Inhalte und Botschaften auf geniale Weise. Technisch, verspielt, emotional, poetisch. Die Verbindung von Poesie, Emotion und Technologie zieht sich wie ein roter Faden durch seine Werke, die überall auf der Welt Farbe, Bewegung, Raumwirkung und Sound zu einem großartigen Ganzen kombinieren. Was dahinter verschwindet, ist die unermüdliche Vorbereitung, technische Entwicklung und Energie, die in diesen Arbeiten steckt. Joachim war immer der Visionär, ein Non-Stop-Typ, brennend und voller Energie, angetrieben von seiner Forscher- und Erfindermentalität, seinen Ideen. Ein genialer Teamplayer und Motivator, unterstützt von seinem Team, SpezialistInnen, Partnerunternehmen, ständig gemeinsam optimierend. Für ihn allein wären viele Projekte nicht realisierbar gewesen. Aber seine Begeisterung, seine beharrliche und zugleich gelassene Art, seine Ideen und Impulse haben dazu geführt, dass sie in die Welt gekommen sind. Zudem hat Joachim Generationen von Kreativen unterrichtet. Als Professor an der Universität der Künste Berlin und der University of California in Los Angeles. Mit seiner Klarheit und gestalterischen Souveränität gab er auch anderen die Sicherheit, sich auszudrücken. Die Symphonie Kinetik, ein Werk in Zusammenarbeit mit dem isländischen Musiker Ólafur Arnalds, zeigt eindrucksvoll, wie Joachim in all seinen Arbeiten die Wechselwirkung und Interaktion der Elemente Reflexion, Klang und Bewegung zu einem ästhetischen und poetischen Gesamtkunstwerk vereint. Sie ist eine Synthese von allem, was Joachim ausgemacht hat. Ein emotionaler, authentischer, kraftvoller Mensch, der mit fachlicher Souveränität, Integrität, Kollegialität, Optimismus und Vertrauen in die Menschen jahrzehntelang kreative Exzellenz geschaffen hat. Wir haben einen großen Künstler verloren, eine starke Persönlichkeit, einen klugen Berater und treuen Freund, eine glühende, kreative Kraft. Heute ehrt ihn der ADC für sein Lebenswerk. Morgen können wir alle daran arbeiten, es fortzusetzen. Mit Genie und Verstand, Empathie und Leidenschaft.